Wenn wir zusammen essen, ja, dann wird Frühstück gemacht. So Leute, welcome to Winterberg 2.0 hier, ey. Es ist einfach wirklich, es ist wirklich Winterberg-Feelings. So Leute, kennt ihr das, wenn der Flying Hirsch euch in der Hand einfach weg explodiert? Was ist das denn für eine Experience hier? Bei zwei Leuten wohlgemerkt. So Leute, der arme Herr Pöhle muss unterstützt werden. Sein Weiler, Scheiler, der Empatschi. Let's go. Zarek, meine lieben Leute. Braucht den Schlitten, braucht er Skischuhe, die werden dann nämlich einfach hingeschmissen. Ja, ich sag mal so, nach dem gestrigen wundervollen Abend von Shailas Geburtstag, was wir erst verstanden haben, als wir gegangen sind, dass das mehr oder weniger Private Bird Party da war im Patschi. Aber die Playlist war trotzdem Müll, das ändert ja nichts an der Tatsache. Stehe ich jetzt hier und frag mich, wieso habe ich keine DM-Cola? Eigentlich bin ich doch broke as fuck. Gut. Und das Ding hier, dieser Schornstein, das ist so ein bisschen wie wenn der Papst gewählt wird. Da müsst ihr mal gucken, denn wenn er gerade aufsteigt, gibt's gutes Wetter. Wenn er schief aufsteigt, gibt's kein gutes Wetter. Heute könnte es durchwachsen sein, dementsprechend. Naja, erst wird gleich hier Frühstück gemäht. Ich habe ein anderes Ski-Outfit an. Surprise Snowpants. Und eventuell noch eine andere Weste, weil die andere mir langsam zu warm wird. Ja, genau, das ist so der Talk. Und ja, weil die ist immer besser, um auf Toilette zu gehen. Change my mind so. Und der Hosenträger ist nochmal auch abgerissen bei der anderen. Aber ich laber hier schon jetzt viel Scheiße. Ich bin zu wenig essential. Und ja, deshalb, wir machen uns jetzt auf, glaube ich, auf dem Frühstücksberg. Und dann melde ich mich wieder. Meine lieben Friends, wir sind jetzt am Skien. Auf der Skisclose. Hier ist wieder so ein großmännlicher Arschweg. Aber ich habe mir gerade sagen lassen, dass man in Frankreich zum Beispiel herrliche Hotels hat und das ist natürlich auch mal eine Option, vielleicht mal nach Travalier zu kommen, aber das Flair, was du hier hast, hast du leider nicht, ne? Ich meine, hier ist Hochalpin, so, hier ist halt einfach, ja gut, da ist auch Hochalpin, aber hier ist einfach wild, so, ist einfach so lebend und ja. Hätte ich mal eine Weste mitgenommen, sagen wir es mal so, weil jetzt sieht es schon ein bisschen. Und ja, hier, das ist jetzt meine Reisebegleiter auf Ski fahren. Wir sind immer schneller als alle anderen und deshalb. Das ist ehrliches Panorama. Meine Freunde, wir machen jetzt mal eine neue Rubrik. So, wir raten jetzt mal Skiers from the Ski Lift, auch wenn man die wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen kann. Aber hier der Namens eignet sich echt perfekt dafür, weil hier kann eigentlich jeder Trottel fahren und das merkt man leider auch. Da sind schon wieder die typischen Kandidaten, die frieren da mitten auf der Piste gefühlt. So, und dann schön da am Einstieg, da ist so ein richtiger Halodri, der fliegt, der benutzt die Stöcke auch einfach gar nicht. Fährt ungefähr so wie ich. Dann haben wir da noch so ein paar Dr. Köde-Kandidaten da oben, die. Oh, guckt ihr mal an, der jetzt springt, seht ihr den da? Der geht gleich auch, glaube ich, ins Freeride, aber der ist ein richtiger Kandidat für einen Dr. Scheibe oder einen Köde. Geil, geil. Ja, da ist schon. Es ist schon Bosque. Und da ist übrigens das Morsner Gebiet, das höchste hier. Und da fahren wir nachher auch hin. Auf die Autobahn. Und ja, wenn jetzt, ich weiß jetzt mittlerweile, welcher von diesen Stammfamilien hier gefühlt wie viele Kinder hat. Ist auch ganz wichtig. Und ja, viel mehr habe ich euch nicht zu erzählen. Roland Ruffel. So, meine lieben Freunde, nach dem langen Skifahrvergnügen sind wir jetzt hier an der steilsten Piste in ganz Erfaus. Und ja, wir müssen jetzt gleich runter, dann schauen wir uns den Zielweg und ich kann nur sagen, ich muss richtig pinkeln, auf jeden Fall. Das heißt, wir jetzt gleich ein lustiges Abfahrtsvergnügen. Da sind schon die ersten, die vier Spotte, die sich hier die Haxen brechen beim Runterfahren. Ja, das. Die Unfälle bleiben auch hier nicht aus. Kriegst du auch das an? Naja, es ist ja generell heute unfassbar viele Leute, die nicht, aber auch wirklich nicht fahren können. Hier gucken wir doch vor, da ist einer, der kommt gut fahren. So. Ja. Und deutsche Führerlauf sind nervig, das habe ich auch gemerkt. So, meine lieben Freunde, hört ihr diese geile Korsika Bootsausflugmusik? Und ja, das heißt Griff für Apif. Und ja. Ich sag mal so. Zum Thema Deutsch im Skiurlaub, entweder beschweren sie sich über alles, so wie ich, oder nervig, so wie andere, oder keine Ahnung, und ja,
Wie gesagt, jetzt trinken wir erstmal was voll, wenn wir hier da runterfahren. Und ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich labere mittlerweile noch Scheiße. Und ja, schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. So Leute, kennt ihr den Moment, wenn ihr im geliebten Büro schon die Ithaka-Schlager laufen, hier einfach hier schon eine Stunde am Bild versackt und irgendwie, man wollte mal noch weiterfahren, weil sonst wird es dunkel und dann ist auch Patschi und so. Genau, aber das sieht ihr jetzt. Übrigens, hier wird morgen die Adventure Night stattfinden. Das wird auch richtig gut. Jolaja, ist los da, in der Tütsche, jolaja. So, mein dearest friend, es gibt so schönes Schnitzelröll. LKA und der McPatchy. 7,50 €. Ist nicht schlecht. Also, mit den Semmeln macht ihr nichts falsch. Und von daher. Ist auf jeden Fall winterlich. Okay. Ja. So Leute, die Rettungs Musik läuft immer noch. Aber wir haben auch erst. Ja gut, um gleich 16 Uhr. Wir sind ja schon mal seit fast einer Stunde hier, oder? Viertel nach waren wir hier. Dreiviertelstunde fast schon. Sehr schön. Aber wir haben jetzt mittlerweile mein Ibo für Faxen gestellt. Oder bekommen. Und ja, ich melde mich dann am nächsten Super Faxen. Leute, hier sind gute Lieder an. Deine Stimmung ist so dröge hier, das gibt es gar nicht, ehrlich. Da können wir gar nicht was befehlen. Meine Jungs aus Rheinland-Pfalz und 106,4, die fehlen heute, ehrlich. Wenn die hier wären, wäre die Stimmung besser. Also hier geht nichts. Hier geht wirklich gar nichts. Es ist ja welche Völker, dass du da oben kommst. Und wir haben erst Empatschi, zwei große Weizen, 13,80 €. Das sind gerade mal 2,60 € mehr. Aber es sind ja auch Erdnüsse dazu. Peanuts habe ich glaube schon am ersten Tag gezeigt, aber keine Ahnung. Ist richtig gutes Ebe pro Faxe. Und bei mir wird Insta auch hier schön durchgezogen. Ne? Und wir es gehört. Nee, heute können wir uns Zeit lassen. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier im Faustenstapel. Uns geht's erstmal. Wieder Bier. Erstmal wieder Bier, damit wir 800 Mal auf Toilette müssen. Forum Bier. Dann gibt's hier ein Potschi. Und heute haben wir hier eine kleine Besonderheit. Wir haben hier so einen Spieß vorbestellt, mehr oder weniger. Da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hier schon wieder Tuch über Boden. Aber ich gehört nach einem dazu, gell? Und ja, ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr hier hinkommt, auch den Dr. Schalber und Dr. Köhle unterstützt, weil denen geht's halt schlecht aktuell so. Das ist einfach so. Meine lieben Freunde, die Hautpflanze auf dem Tisch, dieser fette Husarenspieß. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt filetiert. Erstmal brauchen wir erstmal nichts auf Gabel machen. Ja. Und vielleicht auch keinen Löffel. Das Löffel braucht man auch. Ja, für den Reis. Da gibt es so Reis und Gemüse gibt es dazu. Ich habe schon ein paar Gemüse da drauf für die Werte. Jetzt macht ihr mal unten was ab. Ja, warte kurz. Jetzt seid ihr live dabei. Warte mal. Ich nehme die letzten beiden Stücke einfach. So. Dazu gibt es Sauce, die Saucy, ein bisschen Rice. So, ein bisschen Reis machen wir hier da drauf, dann sieht das Ganze schon mal ganz gut aus. Und dann mal die Soße. Kippen wir die mal hier so. Wir spülen das mal hier so ein bisschen drüber, weil du willst das sonst machen. So, dann habt ihr eine gute Portion. Mal kurz einen Taste-Test noch. Ich habe hier glaube ich Hühnchenfleisch. Guck mal hier, wer
wie der Hase schmeckt. Boah. Schon gut lecker. Guten Appetit. Keine Holländer. Hier wird nur diskutiert, wer was für eine Nationalität hat. Aber diese Leute sind definitiv keine Holländer. Die haben auf irgendeine Spruchensprache gesprochen, die ich nicht verstanden habe. Das sind garantiert irgendwelche, weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Es geht erstmal noch an Volkenburger. Du gleich schauen wir mal im Georges vorbei. Das ist ja hier so eine verrufene Pinte in Serfaus, sagen wir es mal so. Da ist ja so Roland Raffel ist das. Ne? War Roland Raffel auf dem Georges, ja, ne? Ja. Roland Raffel war auf dem Georges. Ja gut, das passt auch. Das ist eine richtige Kifferkneipe. Wir schauen mal. Und das ist hier so eine richtige, hier in der Kneipe, so sieht das hier aus. Hier liegen auch die Gläser mal auf dem Boden. Und hier sind so ganz viele so massive Spieler vom Fußballverein und so. Ist eigentlich schon lustig hier. Aber man darf ja nicht sehr geräuschempfindlich sein. Vor allen Dingen darf gar nicht geruchsempfindlich sein, was schon sehr lustig ist. So, meine Freunde, jetzt gehen wir nach Hus. Wir sind jetzt gerade aus dem Georges rausgekommen, wir haben jetzt auch gleich 11 Uhr. Und ja, also ich sag mal so, sich das auf ein Bier anzutun ist okay, aber man kann das wirklich nicht, das kannst du wirklich nicht machen den ganzen Abend, da wirst du wirklich bekloppt bei. Sag ich auch so, wie es ist. Das ist wirklich, von der Musik, am Anfang ist sie immer gut, aber dann wird immer beschissener, je besoffener und bekiffter die Leute da werden, so, aber es ist schon lustig. Ist schon lustig. Naja, wir sehen uns morgen. Ihr abonniert mich schön und dann kommt morgen ein ganz tolles Video. Morgen wird es richtig lang und morgen kommen bestimmt viele coole Sachen. Und deshalb lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Let's go, Leute. Euer Max Moje.